Mitte August wurden in St. Anton zum zweiten Mal die Radwochen durchgeführt. Jeweils eine Woche lang wurde unter Anleitung von Radprofis trainiert. Für die Teilnehmer waren die verschiedenen Tagesetappen ein besonderes Erlebnis. Gewaltig. Kaunertaler Gletscher hat man nicht überall. So ein Panorama wieder. Nur mich auch auf dem Gletscher, das ist schon Hammer, ja. Und ich genieße es immer wieder, wenn ich nicht am Rennen da rauffahren muss, sondern wie jetzt mit den Leuten, mit den Gästen, kann ich es auch ein bisschen mehr genießen. Und wie man sieht, ist es absoluter Hammer. St. Anton am Arlberg positioniert sich im Sommer neben der Wander auch als Radregion. 2011 wird am 31. Juli auch erstmals mit dem Arlberg Giro ein eigener Radmarathon durchgeführt. Super, schön, herrliche Landschaft.